Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Entschuldigung, muss man aufstoßen. In der letzten Folge, was haben wir überhaupt in der letzten Folge gemacht? Das ist schon wieder ein bisschen her. Habe ich Titel, Nebenquests und so was alles gefunden, ne? Und ja, ich würde sagen, wir machen in diesem Part hier so einen kleinen Boss Rush und ja, meine Charaktere, weiß gar nicht, ob die so sehr viel stärker geworden sind. Ich meine, ich bin überhaupt voll schlecht vorbereitet, ich habe auch gar nicht meine Liste rausgeholt. Ich habe Sashimi gelernt, nachdem Raven Salat 3 Sterne erreicht hatte, glaube ich. Irgendwie so hat der was gelernt. So, ach ja, ich habe mir bei den Riesenmonster, dieser eine Typ, der uns mal sagt, wo diese Riesenmonster sind, ich habe mir mal die Information notiert, damit ich nicht mal wieder zu denen hin zurück muss, ne? Also Mitte von Elysia, Garten versteckt im Wald, Chimäre, Schmetterling, Hyponia, im Land der Kritia, Busis, Yusoria in einem bestimmten Feld, Greif und Felsklippen von Vekea, blutiger Schnabel. Ich habe jetzt bluiger Schnabel reingeschrieben, aber ich glaube, da ist falsch geschrieben. So, schon wieder einen heiligen Trank einsetzen. Ich habe wieder alle möglichen Waffen und Rüstungen hergestellt. Ich habe ganz schön krasses Equipment im Moment hier. Ich habe das Ding hier hergestellt, letztes Gefecht. Und da hat eine ganz krasse Fähigkeit. Bewahrt bei erlittenen Angriffen aller Art vor dem Taumeln. Das heißt, ich nehme zwar immer noch Schaden, aber ich gehe nicht, weiß nicht, bin ich so am Staggern, so. Also, als wäre ich irgendwie im Überlimit Stufe 4. Also, das ist richtig krass. Das hier ist, glaube ich, auch neu. Ne? Das hatte ich aber, glaube ich, schon im letzten Part. Da hat er euch mehr hergestellt, dadurch mehr hergestellt. Das ist laut dem Laden die stärkste Rüstung oder so. Die perfekte, die beste Rüstung steht sogar da. Also ja, das ist schon mal gut. Für eine andere Charakter habe ich auch schon krasse Sachen hergestellt. Alles, was ich schon mal herstellen konnte. Und ja, ich bin noch nicht fertig mit Lernen übrigens. Jude, für sie muss ich noch einen Speer herstellen, der nicht schlecht aussah, der irgendwie was mit 700 Schaden gemacht hat. Und um den herzustellen, muss ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Material von einem der Gigantomonster hier haben. Das hieß irgendwie, weiß ich nicht. Deswegen bin ich überhaupt hier, da zeige ich euch jetzt mal. Ich bin hier wegen dem hier. Bus ist, den haben wir schon mal getroffen, den haben wir uns schon mal angeguckt. Und ja, mal gucken, ob wir den schaffen. Er ist Level 62, vielleicht kriegen wir den hin. Und ja, der hinterlässt angeblich irgendwas. Hier, Stierflügel, genau. Und ich brauche einen davon. Also, die Synthese sagt mir, dass ich den erledigen muss. Also, ja, mir fehlt nur das Ding, dann kann ich für sie noch eine Lanze herstellen und... habe ich noch irgendwas notiert? Nein, alles klar, weg mit den Notizen. Und ja, wir versuchen uns mal an dem Ding. Ich habe übrigens noch ein anderes Monster gefunden und darum versuchen wir daran versuchen wir uns auch noch mal, wenn wir Zeit haben. Wo ist das Viech? Ich hätte gedacht, da wäre jetzt eigentlich hier so um die Ecke. Ich habe mich extra okay, alles klar, raus hier. Jetzt gucke ich das an. Boom, Schild 1-1. Ja, okay, das war jetzt, weil wenig Schaden war, aber ich werde angegriffen und ja, Yuri ist so, als wird der überhaupt nicht angegriffen werden. So, also, das ist eine richtig krasse Fähigkeit. Ich bin ja richtig, oder? Hier war der, glaube ich, oder? So, Ding sieht krass aus, aber versuchen wir mal. Ich habe diese Truppe mal genommen: Estelle, Rita, sowieso Raven. Weil Fernkampfangriff nehme ich mal an. Versuchen wir mal, ob wir das schaffen. Und dann gucken wir mal. Ich habe jetzt Repeat nicht reingenommen für Clown. Aber die Dinger respawnen ja immer wieder. Das heißt, man kann öfter versuchen, nochmal zu klauen. Und ja. Wir sind schon mal in den Kampf reingegangen. Und ja, okay, das ist, oh Gott. 1000 Schaden. Wir sind schon mal in den Kampf reingegangen. Und haben den Dings ins Gesicht geworfen. Ein magisches Auge. Deswegen wissen wir auch, wie viel AP er hat und die ganzen Werte und was weiß ich. Ah, das sieht nicht gut aus. Ne, der macht sehr viel Schaden. So, ich habe zwar diese Ruhmfähigkeit, aber ich kann natürlich immer noch Schaden nehmen und ja, betäubt werden und also was. Also normale Angriffe, die kratzen mich jetzt nicht mehr so. Also die kratzen mich schon, aber ich werde hier. So was wird mir zum Beispiel nicht passieren, so auf dem Boden fallen oder so, wie der jetzt hier macht. Hier ist, als wäre ich jetzt irgendwie ein Boss oder so. So,
Okay, vielleicht solltet ihr alle mit Magie drauf gehen, das ist vielleicht nicht so eine schlechte Idee. So, ich will am liebsten noch mal mein Dings einsetzen, mein Mystic Art. Ich will erstmal warten, bis ihr dann Dings hier fertig hat. Ich kann jetzt auch Mystic Art Level 3 eigentlich einsetzen, ne? Also über Limit Level 3, weil ich bekomme jetzt gar keinen Vorteil mehr durch diese Level 4 über Limit. Die bekomme ich ja irgendwie, weiß ich nicht so. Da, guck mal, ich bin noch nicht mal weggeflogen. War nicht geil. Irgendwie juckt mich nicht. Machen aber immer noch Schaden, Leute. Oh. Und alles Teil, aber wie viel hatte ich? 2. Da gehen wir auf den Überlimit raus, damit ich dich so. Komm mal her. Oh, Rita, geh in Deckung. Oh, müsste Schaden. Naja, X drücken wir jetzt. Ne? Habe ich doch überhaupt ausgerüstet? Ich glaube ja, ne? Oh, 743, guck mal, wie viel Treffer ich habe. Ich glaube, ich habe da gar nicht ausgerüstet, oder? Doch, sieht gut aus. 78 Treffer, 82 Treffer. Ich weiß gar nicht, ob das auch wie in anderen Tests auch spielen ist. Ha, ich bin nicht ausgewichen, ne? Schon wieder. In eigenen Tests aufspielen ist das ja so, weiß nicht, je höher die Combo ist, desto mehr Schaden machst du. Aber das wollte mich gerade heilen. Ja, okay, sieht gut aus eigentlich. Ich glaube, den schaffen wir. Vier tödliche Treffer. Hauen ihm die ganze Zeit Magie um die Ohren. Aha. Oh, da kommt ein Feuerball. Bin zugeflogen. Ah, Überlimit. Aber ich mache einfach weiter mit meinen Angriffen. Der hat ja nichts dagegen. Gott. Oh, Tidal Wave. Wie auch immer der Angriff auf Deutsch heißt. Kleiner Fun Fact. Aua. Die meisten Tales of Angriffe kenne ich ehrlich gesagt nur auf Englisch. Aber ich nehme an, da ist auch Tidal Wave, ne? Okay. Hey. So, Rita. Ich wollte Tapi sagen. Tapeten, wir gehen die Tapeten aus. Aber ich muss doch streichen. Soll ich mal irgendwie so Combo Plus oder irgendwie dort reinpacken? Habe ich glaube ich gar nicht. Also nicht ausgerüstet. Ich habe Sicherheit schon, aber ja. Ja, der macht dicke Schaden, aber kriegen wir nicht sehr. Wow, wenn ich blocke, macht er ja gar nichts an Schaden. 92 Schaden war das jetzt. Ich hole den Schwanz kaputt, ja. Okay. Wer? Mein Gott. Ein Zauber, zwei Zauber, drei Zauber, vier Zauber, acht Zauber. Überlimit. Man sah jetzt aus, als ob meine Azurschneide irgendwie, weiß ich nicht, explodiert ist oder so. Nein, irgendwie habe ich das Gefühl, Rita nimmt weniger Schaden als ich. Oder will ich mal rein. So, Estelle. So, komm her, komm her. Oh, da habe ich verpasst. Nein, ich weiß, in die falsche Richtung gedrückt. Ich wollte den ja machen, aber ich habe in die andere Richtung gedreht. Mein Kreiselschwertangriff, den ja sieht man jetzt natürlich nicht, wenn die ganze Magie da hier die aufgepasst. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich mit dem Team hier reingehe, hat schon was wird. Also Gott, oh Gott. Au. So, ich hoffe dann, das andere Viech, das ich noch gefunden habe, kann man auch noch kaputt kriegen.
Oh Gott. Und dann haben wir das in dem Part hier schön erledigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Heilung bitte, danke. Okay. Nur gesehen, Rita war gerade am Zaubern. Weil statt sie noch weiter hier macht erstmal. Gut. Oh Gott. So, boom. Ich setze auch Beben ein. Bist du eigentlich schwach gegen gar nichts? Na auch. Oh, ich finde diese Fähigkeit ist so gut, ne? Wer ist nicht durch jeden Angriff da? Guck mal, Raven ist voll weggeflogen dadurch. Also eigentlich nicht, aber der war voll so. Und ich stehe da einfach wieder eins. In so eine absolute Masse. Mir geht gar nicht die TP aus irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich war betäubt, glaube ich. Komm auf mich zu, komm. Komm, du willst mich, du willst mich. Ich weiß es doch, so. Ich brauche natürlich wieder ein Dutzend Ananas-Kumi, aber ist auch vollkommen egal. So. Oh, du bist schon gleich tot, wenn er zu weit geht. So, ich hätte übrigens, dass jeder Charakter hier diese Fähigkeit bekommt, diese Rom-Fähigkeit, damit ich schön irgendwie, nein, ich weiß nicht noch, anders kommen wir an, dann wird ja wohl reichen. Ne? Ah Gott, da kommt der noch mal kaputt. Boah. Vielleicht so eine Müsart einsetzen. Letzten Moment, aber was soll's. Raven, ich bin einfach weggerannt, ey. Ich renne einfach weg und Raven bekommt das voll in die Fresse. Man hat den doch mal kaputt, danke. Hat auch nicht mehr so viel, ey. So, ich hoffe, ich habe jetzt auch das Teil bekommen, danke. Jetzt kann ich mir nämlich schön Dings herstellen, einen neuen Speer für Judith. Alles klar, cool. Das hat jetzt 13 Minuten gedauert. Gut, dann sehe ich euch. Ich gehe jetzt einfach raus und tue den Speer auf Screen herstellen. Ne? Haben uns ein bisschen Zeit gespart. Ich würde sagen, ich sehe euch dann schon direkt im nächsten Bosskampf. Ne? Und ja, ich hoffe, wir sind HP-mäßig, level-mäßig bedient. Was wir da bauen, ich habe dieses Monster noch nicht irgendwie analysiert oder so mit dem magischen Auge, deswegen weiß ich nicht, welches Level das sein könnte. Und ja, dann sehe ich euch gleich. Also bis gleich. So, und da ist das nächste Viech, das Viech, nicht die Schildkröte, ne? Und ja, das sieht mir aus, als wäre das irgendwie ein Gigantomonster. Und ja, ne, warte, ich glaube, ich bin schon mal in das Ding reingerannt aus Versehen. Und ja, ja, und ich habe jetzt nicht irgendwie aktiv nach dem Ding gesucht, aber ich bin durch den halben Kontinent oder die ganze Welt mehr oder weniger überall durch die Gegend gerannt und habe Zelte eingesetzt, um zu gucken, ob sich da das Wetter ändert oder ob es Tag und Nacht wird und so, weil das scheint überall irgendwie der Fall zu sein. Und ja, ob dann irgendwie, weiß ich nicht, neue Monster auftauchen, was auch der Fall war, um mir neue Materialien zu besorgen. Und ja, dann ist mir das Viech irgendwie auf meinem Weg gelaufen. Das scheint doch irgendwie nur hier aufzutauchen, habe ich so ein Gefühl, weil ich bin jetzt ja gerade noch mal durch die Gegend geflogen, habe so Materialien eingesammelt, hier so Knochen und all sowas. Und nirgendwo ist das auch, aber sobald ich hier irgendwie gelandet bin, taucht das sofort auf hier an dieser Stelle. Also ja, versuchen wir es mal. Ich weiß nicht, du bist, glaube ich, blutiger Schnabel oder irgendwie so heißt du. Oh, jetzt bin ich auch noch in das andere Ding da reingerannt, geil. Blutschnauze, okay. Stark bist du. Bevor ich überhaupt den Kampf hier wage. 65. Je nachdem, was du für Angriffe drauf hast oder so. Der ist jetzt ein bisschen nervt, der Tief, ich habe ja auch noch rumlaufen, ey. Okay, sieht aber gut aus. Ich habe übrigens Judith in meinem
das Team genommen, weil ich habe für ihr die neue Waffe hergestellt. Zeige ich euch mal. Gungnir hat gerade noch mein Geld gereicht. Ich habe 27.900 oder irgendwie sowas gehabt, glaube ich. Und ja, 27.500 hat das gute Stück gekostet. Ist recht stark, hat viel Magieangriff, obwohl sie irgendwie gar nicht Magieangriff braucht. Und ja, hoffentlich wird das jetzt ein bisschen bringen hier. Jetzt mal ganz kurz gucken. 984 Angriffskraft. Ich glaube, das andere Viech hat vorhin mehr. Aber ich habe gesagt, du machst weniger Schaden. So, jetzt lass erstmal die Viecher hier aus dem Weg räumen. Bin ich jetzt voll nervt, jetzt den Kampf hier mitmachen. Diese einen Partybesucher, die du eingeladen hast, aber von denen du noch hast, die kommen nicht. Also nur aus Freundlichkeit eingeladen hast. Ja, und ich habe Jules mal ein anderes Kostüm gegeben, ne, wieder. Might Kostüm, weil da ist mein Fetisch. Ich treffe die Elfen davon nicht. So, irgendwie scheint es mir einfacher zu sein als das andere Viech. Ja, ich mache noch nicht mal so viel Schaden, aber so viel. Wo du angeblich 984 Schaden machst, ja. 984 Angriffskraft meine ich. Das ist, glaube ich, höher als das andere Viech, Brustis oder wie auch immer. Boah, ich hoffe, das Viech hinterlässt eine Grimmklaue, weil das brauche ich irgendwie für alles Mögliche gerade. Obwohl, ich hoffe, das Ding hinterlässt nicht eine Grimmklaue, weil ich brauche das wirklich für alles irgendwie. Das wird dann bedeuten, ich müsste das Viech irgendwie 20.000 Mal kämpfen müssen oder so. Das weiß ich nicht. Stelle ich mir jetzt nicht so dolle vor. So. So, ich muss natürlich wieder erstmal einen Schritt nach hinten machen. Aber wenn ich das direkt vor dem mache, dann fliegt das Ding weg, liegt am Boden. Ich treffe die Hälfte der Zeit nicht. Und dann ist schon wieder mein Überlimit vorbei und dann bin ich voll traurig und ja, mystischer Art. Oh ja. Warum ist mein Combo-Counter jetzt wieder resettet worden? Ah. 37 kommen. Ja. Nee, ich glaube, ein zu wenig war das. Ich meine immer 37 ist so mein Highscore. Ich glaube, mehr kann man auch einfach nicht. Komm da runter. Okay, der hat Movesets, mit dem ich echt klarkomme gerade. Oh. Was war das denn? Voll die Spirale gemacht, was sollte er? So irgendwann anfällig, resistent, Feuer und Wind. Ich glaube, die Lanze ist genau das Element, oder? Feuer. Gott verdammt, Judith. Aber hat sind 700 Schaden bekommen. Wie viel Schaden hast du gerade gemacht? 27, da kann jetzt nicht sein, oder? Ich hab mich mal getroffen. Gungnir ist auch so ein bekannter Sperrname, oder? So, ich hoffe, wir können mal irgendwann in diesen einen Wald rein, weil da ist ja auch eins der Gigantomonster, ne? Und dann fehlt noch eins eigentlich. Vielleicht suche ich da doch noch aktiv hier gerade. Das ist irgendwie bald nicht. So, ja, oder irgendwie sowas. Nächster Ort. Und ja, irgendwie ist das Viech nicht so stark. Ja, mit dem Brust ist gerade irgendwie viel mehr Probleme. Und zwischen dieser und dem letzten Clip hier sind jetzt irgendwie, weil nicht nur so 5 oder 10 Minuten Unterschied. Also ja, meine TP sind schon alle, also habe ich schon sehr viel mehr Schaden ausgeteilt an dem Viech, habe ich so Gefühl. Na, guck mal, ja. So, 3 ausgezeichnet, komm mal her, boom. Ja, wieder mit der Hälfte nicht getroffen. Geil. Okay, egal. Bisschen gratis Schaden. Ne. Auf 36 war meine Highscore, oder? Ich komme nicht immer über. Nein, nicht du. Ich bin wichtiger. Aber wo kommen wir denn die ganzen Angriffskraft und Magie ab?
Oh, da ist ein neuer Angriff. Jetzt kommen wir ja bloß mit neuen Movesets und also hat um Ecke. Ja, warte, lass mich rein, der wird jetzt voll böse, ne? Oh, da habe ich noch geblockt. Ha. Aber das sieht mir schon so aus, als würden wir es schaffen. Also jetzt nicht noch was extrem krasses kommt. Ich hätte vielleicht noch ein Ananas-Gummis, um zu aufstacken sein, ne? Mache ich hier eigentlich, ey. Oh, perfekt. Aber oh Gott, wir haben schon die Hälfte abgezogen und wir haben jetzt, weiß nicht, 2 oder 3 eingesetzt und ich habe noch 4 oder 5 übrig. Also Ananas-Gummis. Ja, jetzt schaffen wir locker. Ich glaube, mir ist jetzt erst irgendwie aufgefallen, wo ich dieses Lied irgendwie kenne. Er kam, glaube ich, in Tales of Exilia 2 vor, wenn man gegen diese Riesenmonster kämpft, dann nämlich Riesenmonster, aber auch diese Bossmonster, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Muss man so Kopfgeldjagden noch machen, oder? Da war denn Exilia 1 auch, ich weiß halt nicht. Und ja, ich nenne das Spiel immer noch Exilia. Einige Leute behaupten zwar, es wird Exilia ausgesprochen, was für mich irgendwie keinen Sinn macht, weil dann hast du einmal Ex und Silia. Exilia. Dann hast du ja 2 Ex, das geht doch gar nicht. Außer die meinen Exilia. Aber das klingt irgendwie auch blöd. Ich meine, ich habe das Spiel schon mal gehört, wie jetzt in Japanisch ausgesprochen worden ist. Und da heißt es, ich habe mal gesehen, wie es ausgeschrieben wurde auf dem Wikipedia. Also Exiria. Tales of Syria. Also ja, ich nenne es Silia. Xilia. Ich sag ja auch nicht Ex-Ylophon oder so, ne? Wie so ein Haufen Barbaren. Das stimmt mit euch nicht. Ja, regt mich gerade voll auf. Ich habe recht. Ich allein. Ne, kann nicht sein, dass alle anderen Leute recht haben und ich liege falsch. Ne, alle anderen liegen falsch und ich habe recht. Ne, ja. Das macht mehr Sinn, oder? Oh Gott, hat da auch den irgendwie voll auf den Boden geklatscht mit dem Angriff. Oh Gott. Dieser Riesenfeuerball. Nein, hör auf damit. Ich muss jetzt überall mit ein, damit ich meinen auch einsetzen kann. Und ich weiß, dass ich meinen Danke einsetzen kann. Und nicht. Ah, nicht stechen. Aua. 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 Hör auf. Oh Gott. Irgendwie hat er bisher mit dem Angriff noch nichts getroffen, kann das sein? Aber er hat so eine dicke Kugel ist. So, warte mal, ich probiere mal was. Betonung liegt auf probieren. Was mache ich den hier? Geklappt. Irgendwie waren meine Kombos aber wieder von neu angefangen. Ich verstehe nicht, wie das abläuft, ey. Oh. Das war Schaden. So, daran muss ich mich gewöhnen, irgendwie. Erst explosive Art und dann... Nein. Erst explosive Art und dann... Boom. Nein, nicht tödliche Angriffe. Dann mystische Art. Das wäre auch gut, weil... auch eine explosive Art einsetzen, ne? Das zählt ja auch als, weiß nicht, veränderte Art, Arkanart und was weiß ich Art, scheint jedenfalls zu reichen. Oh Gott, was haut denn kaputt? Ja, nicht mehr viel. Ich habe kein TP mehr. Ich möchte ungern, weiß nicht, noch Sachen einsetzen zum Heilen. Bin geizig, okay. Dann geht mit dauernd das Geld aus. Was hat jetzt? Ich bin mal kurz. Ich habe gedacht, da kommt oben irgendein Angriff oder so, ne? Aber ne, der ist einfach nur geflogen. Was war denn kaputt, Rita? Hau dir mit deiner, mit deinem Buch. Hat sie sogar gemacht. Sehr gut. Und ja, das war's mit diesem Kampf. Ich habe das Gefühl, der sollte scharf klingen. Ah, keine Grimm
Klaue oder Klinge oder wie auch immer. Blutschnauzenschuppe. Na, lahm ein Level ab. Cool. Ja. So, haben wir noch einen von diesen Viechern erledigt. Blutschnauzenschuppe. Brauche ich dafür irgendwas? Muss ich mal nachgucken. So, wir gehen mal zu diesen einen Typen und uns sagt, wo die alle sind. Nur mal ganz kurz. Oben. Und übrigens da, guck mal, da ist Aspio, ne? Kann ich irgendwie auch nicht hin, ne? Ich kann ja nirgendwo landen. Ich kann da drin nirgendwo landen. Ich kann hier nicht reingehen. Habe ich mal versucht. Und ja, ich hoffe, das sind keine Nebenquests oder so. Weil ich da nicht rechtzeitig besucht habe oder irgendwie sowas. Bevor da passiert ist. Da würde mich ein bisschen aufregen. Ich meine, woher sollte ich denn wissen, dass Aspio sich in die Lüfte erhebt? So, zwei Monster habe ich erledigt. Gib mir Zeugs. Donnerwetter, willst du sagen, dass ein Brust ist besiegt? Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bitte nehmt dies. Große Spiegel, wozu sind diese Dinge überhaupt gut? Sind einfach nur so Trophäen oder so? Ich meine, man einen Kamin hängen kann. Donnerwetter, willst du sagen, du hast einen blutigen Schnabel erledigt? Blutauge. Augapfel ist Blutschnauze. Hart wie ein Edelstein. So, und dann zwei Viecher. Glaube ich. Ja. Sind noch zwei übrig. Genau in der Mitte von Elysia lebt der Chimärenschmetterling in einem Garten versteckten Wald. Ich muss wissen, wie ich meinen verkackten Dings hier hochleveln kann, mein Hexenring. Auf dem Kontinent Fusoria, Haus der Greifen, einem bestimmten Feld. So, und ich versuche mal, ob ich den finde. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, machen wir was anderes. Ein Bosskampf haben wir ja noch, den wir machen können. Ob der auch so glatt läuft, ich weiß es nicht. Ich wäre ehrlich gesagt schon zufrieden, wenn wir noch ein Viecher erledigen können, ne? Aber mal schauen. Ich sehe euch dann, wenn ich irgendwas gefunden habe, hoffentlich. Also, bis gleich. Hab's gefunden. Hi. Und ja, das hat ein bisschen gedauert. Weil ich habe erstmal voll falsch gelesen, ne? Ich gehe mal im Menü, damit ich nicht, weiß nicht, damit das Viech auch sicher ist, ne? Und mein heiliger Trank nicht abläuft und irgendwie sowas. Und ja, folgendermaßen, ich habe in meinen Notizen geguckt, ich habe mich ein bisschen verlesen. Was der Typ gesagt hat, ist, das Viech befindet sich in Rosoria, in einem bestimmten Feld. Ich habe das irgendwie vermischt mit das andere Viech, was der beschrieben hat. Mitte von Elysia, Garten versteckt im Wald. Und deswegen habe ich in der Mitte von Usoria hier gesucht, ne? Und dann bin ich hier irgendwie drüber gestolpert. Ein Gebiet im Grasland, Wäldern sehen. Ne, Quatsch, wusstet. Hier. Da. Ein Gebirge im Zentrum von Usoria. Deswegen habe ich gedacht, ja, das Viech ist irgendwie da, ne? Hier genau in der Mitte. Und da habe ich erst gedacht, da komme ich gar nicht hin. Vielleicht muss ich irgendwie storymäßig noch warten auf irgendwas. Keine Ahnung. Und dann bin ich noch mal zu ihnen zurückgegangen und ja, habe meine Notizen noch mal irgendwie nachgeguckt oder so. Also ich habe mich nicht verschrieben. Ich habe nur irgendwie, weil nicht falsch gelesen. Meine eigenen Notizen, das ist sehr geil, ne? Und ja, danach hat er gesagt, in Usoria in einem bestimmten Feld. Und dann bin ich halt überall durchgerannt. Wo sind wir gerade? Nordost Usoria. Da ist das Viech gerade anscheinend. Und ja, hat ein bisschen gedauert. Ich bin durch den ganzen Kontinent durchgerannt und ja, irgendwann ist das Viech aufgetaucht und ja, gut. Ich schnappen wir uns mal. Hoffentlich. Ich hoffe, wir schaffen das Viech. Wir sind nicht Level 70 oder irgendwie sowas. Die anderen Viecher, die waren relativ chillig. Greif und du hinterlass mal eine Grimmklaue bitte. Wie gesagt, das brauche ich irgendwie für alles. 59, du bist sogar noch schwächer. Weniger Angriffskraft, P-Verteidigung, also Verteidigung bin ich mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Du hast wenigstens Schnabel der Unendlichkeit. Was? Das ist für ein krasser Name für so einen Schnabelangriff. Okay. Wir geben den jetzt schon sehr gut auf die Fresse. Bist du irgendwann anfällig? Nö, alles klar. Ich würde mal sagen, das schaffen wir noch irgendwie, ne? Viech zu erledigen. Danach fehlt uns noch das eine Viech im Dings. Wie heißt der Wald? Kiefmock.
wo ich irgendwie noch nicht richtig vorbei kann, ne? Da sind ja irgendwie so Sträucher, die gehen nicht kaputt. Und ich nehme sehr stark ein, dafür brauche ich den Ring des Hexers, ne? Das muss warten, bis ich den Ring des Hexers auch leveln kann. Ja, au. Ja, aber wie gesagt, der Mann, das ist wieder optional, ne? Also das heißt, ich muss halt erstmal finden, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann ich den schon längst irgendwie hochleveln, aber ich weiß noch nicht wie. Weil ich ein bisschen doof finden würde. Aber wir haben ja noch ein paar Sachen zu tun. Es gibt noch einen Bosskampf, um den wir uns kümmern können, ne? Das habe ich noch in Erinnerung. Na. Und dann sind wir auch eigentlich schon fertig hier mit unserem Nebenzeugs erstmal. Können wir uns bald der Story wieder widmen. Sehr gut. Ja, ich gucke erstmal nach diesem Kampf hier, wie lange der Part insgesamt sein wird, und dann entweder war es das hier nach dem Kampf oder mal noch weiter, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wird noch hart, ich will, weiß nicht, hart, ich will optional und Story voneinander unterscheiden. Also jetzt nicht hier erstmal den Kampf machen und dann noch ein bisschen der Story weiter, oder im nächsten Part irgendwie einen Bosskampf machen und dann kommt die Story noch ein bisschen. Ich möchte das so alles schön teilen, versteht er? Dann vielleicht mal meine Mystic Arts einsetzen, ne? Und oh nee. Oh Gott. Merke, du mich bewegt sich ganz schön langsam. Gott. Ich halte euch mal, ne, Mädels. My Ladies. Rita, geh weg. Ich habe wieder ein paar Ananas-Gummis gekauft, übrigens, ne? Ich habe überhaupt kein Geld jetzt, glaube ich. Ich glaube, nur noch irgendwie 100 Geld oder so. Weil wir noch mal ein paar Matten kaufen. Aber hat für eine nur gereicht. Die habe ich dann auch nicht gekauft, ne? Ich brauche echt Geld wieder, wohl eigentlich nicht. Ich bin, weiß ich nicht, brauchen tue ich das eigentlich nicht für irgendwas. Es wäre nur schön, wieder etwas Geld zu haben. Da steht hier, au, oh. So, ich muss erst hell sagen, dass die wieder belebt, weil sonst setzt sie mal, nachdem jemand anders schon Tank des Lebens eingesetzt hat, jetzt neue Wiederbelebungsdingen ein. So, oh Gott, aber vielleicht nicht so gut. Ich bin, oh, ehrlich, na gut, schon mehr oder weniger verpasst. Also haben wir einfach so, das ist super schnell. Das Reich des wilden Wolfs. Judith, wie haust du denn deine TP so schnell weg? Oh, ich glaube, sie hat gar nicht so viel, ne? Gott, Rita. Aua, hör auf mich zu. Au! Ich soll mich erstmal 10.000 Mal hier pieksen. Sein Schnabel. Schon wieder mit dem Limit, was auch gar nicht mit Limit. Alter, warum ist das Viech mit dem niedrigsten Level bisher der schwerste Gegner? Wir haben beiden mal nicht mal so schwierig. Ey. Im letzten Kampf sind wir, glaube ich, gar kein Mal K.O. gegangen. Ne? Oh, der Katze verprügelt. Ja. Weiß nicht. Ich mache es übrigens auch jetzt nicht mehr aus, irgendwie überpowered zu sein, weil nicht, ich will jetzt einfach hier weiterkommen. Ja, für die Story jetzt schon wieder überpowered sind, ne, weil wir jetzt schon ein paar Level höher sind und au. Weiß nicht. Schon voll überpowerten Waffen und so haben, das ist mir eigentlich relativ egal mittlerweile. Das Spiel ist jetzt schon seit einem Jahr irgendwie hier draußen und ich habe noch nicht mal die Story vor durch mich gewartet. Habe ich meine Story komplettiert, also weiß nicht, das ist ein bisschen, ich müsste mal langsam ja Zeit sein, dass ich wenigstens die Story abschließt von dem Spiel. Ich will auch
Ja, also du musst deine TP ein bisschen au einsparen, habe ich so Gefühl. Ja, ich stehe trotzdem da. Was machst du jetzt? Beinahe ausgegangen. Oh. Er tut uns voll weg, Combo und irgendwie so oder klatsch, klatsch. So, du hast nicht mehr viel. Gut, irgendwie nicht viel ausgehalten, habe ich so Gefühl. So, danach ist nur ein gigantes Monster übrig und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich muss die Sträucher kaputt machen, aber geht halt noch nicht. Boom, weg bist du. 10 Minuten hat das gedauert. Das war eine nette kleine Pause. Natürlich. Greifenklau, verdammt, immer noch keine Grimmklaue. Oder Grimmzahn oder immer das heißt hier, was ich brauche. So, gehen wir mal kurz zu dem zurück. Und dann ja. Oder soll ich jetzt, soll ich mir mal, weiß nicht, so einen kleinen Tipp holen, damit ich weiß, wo man den Ring des Texas hochleveln kann. Soll ich das machen? Dann können wir das letzte Viech auch noch in diesem Part nämlich machen. Dann haben wir es auch erledigt. Ey. Ich bin schon fast irgendwie geneigt dazu. Ich weiß, erster Spieldurchlauf. Ich habe, glaube ich, auch schon hier so ein paar Sachen nachgeguckt hier so. Ich tue mich ja nicht spoilern. Ich will's nicht. Aber andererseits will ich es doch irgendwie. Ich will es jetzt unter einen Hut hier kehren, alles überhaupt vorankommen. Ja, ich glaube, ich gucke danach. Ich gucke mir halt nicht genau nach, aber ich gucke mir wenigstens, weil nicht. Was weiß ich, was für ein Level mein Ring des Hexers gerade ist. Irgendwie wird er irgendwo angezeigt. Der ist doch hier irgendwo, ne? Ring des Hexers, Level 3. Kann sogar Felsen zertrümmern. Also, weiß nicht. Level 4 gibt es dann nämlich. Und, ja, was weiß ich, wie das dann heißen würde. Max, Level des Hexers, Max. Wieso? Level des Hexers, genau. Ja, ich gebe dann einfach bei Google ein. Ich gehe einfach auf die erste Option und guck dann, weiß ich nicht, wo ich dann so ungefähr hin muss und fertig. Und mehr gucke ich dann auch nicht nach. Machen wir das ja, okay. Obwohl dann, ja, dann passt das ja schon wieder alles nicht im Part rein, ne? Das ist ja noch wahrscheinlich wieder, weiß ich, irgendwas machen oder so. Ah, ja, keine Ahnung. Jetzt geht jedenfalls hier, glaube ich, noch weiter. Also bis gleich. Okay, ich fühle mich ein bisschen verarscht. ich habe jetzt kurz mal nachgeguckt, wie man den Ring des Hexers upgraden kann. Ne? So, wir müssen nach Nordopolica in der Nähe, habe ich gelesen. Mehr habe ich auch nicht gelesen. Ich habe nur eine Sache gelesen, dann habe ich mir direkt gedacht, willst du mich auf den Arm nehmen? Und anscheinend muss ich einen von diesen Steinhaufen hier betreten. Ihr wisst schon, diesen einen Dinger hier. Die ich schon mal besucht habe, ne? Ich glaube den hier, ne? Und ich habe mit Aufnahme schon hier ein, zwei von diesen Dingern besucht und da ist nichts passiert, ne? Und du willst mir jetzt echt nicht sagen, dass das letzte Ding, was ich noch nicht besucht habe, hat auf einmal plötzlich irgendwie was hier. Hey, Leute, das gibt's nicht. Ich habe zwei von diesen Dingern besucht, ne? Und da ist nichts passiert. Und jetzt in dem letzten Ding, ich glaube, es gibt drei von den Dingern, passiert endlich was. Das gibt's jetzt einfach nicht. Oh. Gut, jedenfalls, so habe ich jetzt nachgeholt. Jetzt, ich habe keine Ahnung danach. Ich weiß nur, der Ring des Hexers jetzt hier abgegradet wird und mehr weiß ich nicht. So, sieht der Stein nicht ziemlich abgenutzt aus. Außerdem muss man irgendwie diese Teufelswaffen vorher haben. Und ja, habe ich ja natürlich. Und ja, gucken wir mal. Sieht dieser Stein nicht ziemlich abgenutzt aus? Was meint ihr? Er sieht aus, als hätte der Wind ihn abgenutzt. Was? Das ist das Schwert, das uns der Älteste im Jorso gegeben hat. Oh, Igit Kreischer, Krieg. Kiha. Ein Speer kam aus dem Stein. Seine Form sieht aus, als wäre auch das eine Todeswaffe.
Ja, ich glaube auch. Es scheint, als würde eine seltsame Kraft diese beiden Waffen miteinander verbinden. Ich glaube, von hier aus kommen wir hinein. Zarrig. Ja, und hier kann man anscheinend den Links weiter hochleveln, ne? So, mehr habe ich nicht gelesen. Die Guide ging irgendwie noch weiter, über die ich gestolpert bin, aber ja. Ist ja nicht wichtig, ne? Ich wollte jetzt einfach nur wissen, wo man hier. Und ja, wahrscheinlich wäre ich irgendwann ja auch selber drüber gestolpert, aber was soll's. Ist jetzt auch vollkommen egal. Buhu, ich habe geguckt, wie man den Ring hier weiter auflevelt. Reichen Sie Ihre Beschwerde per private Nachricht ein. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich hab Bock, über sowas zu diskutieren wie, wie auf meinem englischen Kanal in meinen Dark Souls Let's Play. Da wollte ich. Mir wird nie langweilig, über diese Geschichte zu reden, ey. Angeblich war ich, habe ich meine Zuschauerschaft angelogen oder wäre unehrlich gegenüber meinen Zuschauern, weil ich in dem Titel Blind geschrieben habe. Und ja, obwohl ich einige Sachen über das Spiel wusste. Und ja, mehr dazu gleich. Das ist, sieht aus wie ein Eakräne. Wow, wer hätte gedacht, dass hier noch ein natürlicher Eakräne übrig ist? Bei den großen Steinen, der in Zukunft Zugang blockiert hat, ist es kein Wunder, dass noch niemand hier war. Was ist los, Yuri? Geh nicht zu nah ran. Warte, lass mich das sehen. Ha, genau wie ich es dachte, es ist wie bei denen, die wir schon gesehen haben. Die interne Geometrie ändert sich. Was meinst du, wird geschehen, wenn du es benutzt? Warum versuchst du es nicht? Wie ist es hiermit? Oh Mann, die Farbe der Kugel ist anders als letztes Mal. Was ist das? Der Farbunterschied liegt unter den erhöhten Feuerattributen. Feuer, ich frage mich, ob es alles verbrennen könnte. Alles verbrennen. Ich glaube, wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Es scheint mir die Fähigkeit des Ringes des Hexers zu übersteigen. Was war das? Reagieren die beiden Ahnen von eher miteinander oder was? So könnte man es sagen, einfach ausgedrückt. Verstehe, der Ring kann also einen Baum oder einen Rank verbrennen, weil es durch sie eher durchfließt. Es fließt nicht überall eher hindurch. Viele Dinge kann der Ring des Hexers also nicht anzünden. Je nachdem, was von dem Schuss getroffen wird, wird das Ziel also entweder zerbrochen oder verbrannt. Ich glaube, die meisten Objekte reagieren überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Normalerweise vermischt sich der eher mit den umgebenden Atmosphäre und nichts passiert. Aber wenn ein Eher-Mass mit etwas koaliert, die bereits eher enthält, dann kann die Kraft des Zusammenfließen eher die getroffenen Objekte zerstören oder anzünden. Hm, klingt einleuchtend. Es ist alles ein bisschen zu kompliziert für mich. Erwiesen ist es jetzt klar, dass wir diesen Ring gut gebrauchen können. Du meinst, wir können ihn benutzen, um Wände oder Bäume zu verbrennen, die uns den Weg versperren? Ja, wir können Orte erreichen, die zuvor unerreichbar waren. Ja. Ich verstehe jetzt nicht, warum da jetzt wieder so ein riesen Diktat draus geworden ist. Ja, jetzt kannst du Sachen verbrennen. Ende. Na, guck mal. Na, wie gesagt. Ich habe Dark Souls angefangen zu Let's Play auf meinem englischen Kanal. Ich habe Blind im Titel hingeschrieben. Unter Blind verstehe ich, man weiß nicht viel über das Spiel, man weiß nichts über die Story und so was alles. Und ja, die Person hat sich voll aufgeregt darüber, so, ha, du lügst all deine Zuschauerhaft an, obwohl ich irgendwie am Anfang irgendwie gesagt habe, was ich von dem Spiel wusste und was nicht. Und ja, du lügst alle im Internet an und so, weißt du. Dann haben mir irgendwie Leute so Tipps oder so geschrieben und so. Und diese Person hat dann geschrieben, gib den Typen keine Tipps oder so. Das ist ein Blind-Netzwerk. Er muss sich daran halten. Das ist eine ungeschriebene Regel, dass du, weil ich nicht Tipps aus irgendeiner Quelle erhalten darfst oder irgendetwas von dem Spiel wissen sollst. Nein, du darfst nichts über das Spiel wissen. Und ja, das ist, ich finde das so lächerlich. So, was haben wir hier überhaupt? Versunkene Grotte. Oh, hier drin ist es kochend heiß. Ein falscher Schritt in der Lava und alles ist vorbei. Ich hätte keine Ahnung, dass es ein Eakräne solche Orte gibt. Für mich ist es das erste Mal. Ich war schon immer neugierig, was im Inland von Eakräne ist, aber es gibt keine Informationen dazu. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es logisch. Die Ehr, die herausstreben, muss ja irgendwo herkommen. Ist weiterhin noch etwas?
Es freut mich, dass wir jetzt aus allen Blickwinkeln betrachten, aber ich glaube, wir haben Dringeres zu tun. Ja, ja, ich weiß, gib mir nur einen Moment. Beeil dich. Ist das sozusagen jetzt so eine... Ich will mal wenigstens gucken, wie stark die Gegner hier sind, um zu gucken, ob ich hier vielleicht reingehen sollte. Starke Echse, Flammengeist. Flammengeist, Flammenvogel. Oh, sehen gar nicht so stark aus. Okay, da machen wir jetzt aber noch nicht. Da machen wir... Das soll eine Gigantomonster-Folge werden. Und ja, wir machen jetzt das letzte Gigantomonster fällig, ne? Weil dann weiß ich wenigstens schon, was wir in der nächsten Folge machen werden, ne? Dann müssen wir uns... Ich suche eigentlich nur einen Grund dafür, damit ich diesen anderen Bosskampf noch nicht machen muss. Gegen Druid und Gouch hießen die, glaube ich, ne? Und ja, die sahen mir doch ein bisschen kniffliger aus zu besiegen. Die waren beide Level 60 und ja... Weil ich glaube, der Kampf lief auch nicht so gut, als den dann erstmal versucht habe und ja, deswegen versuche ich noch so schnell wie möglich erstmal hier alles ein bisschen hinaus zu zögern. Aber dann müssen wir ja wenigstens, was wir hier als nächstes machen können, ne? Wir können jetzt hier als nächstes rein und gucken, was da drin ist, ne? Vielleicht wartet noch ein Boss oder irgendwie so was da drin, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Dungeon und ja, das dauert. Aber vorher machen wir jetzt das, was ich so oder so vorhatte, und zwar in das letzte Gigantomonster kämpfen. Und ich weiß ja auch, wo es schon ist, ne? Wir haben es ja schon gesehen. Und zwar gehen wir erstmal hier hin. Und ich weiß jetzt nicht, von wo der Weg kürzer ist. Ich glaube von hier, ne? Gehen wir mal kurz hier rein und machen das Viech noch kaputt. Und dann haben wir alle Gigantomonster erledigt. So, boom. Haha. Ja, und ich gehe einfach dadurch, während das noch brennt. Ha. So. Ist nur du hier am Rumlaufen. Das ist noch eine Truhe. Glazers Labalos, eine dämonische Axt. Ist das auch eine Teufelswaffe? Junge auf Hochtouren. Hey, hier kommen wir. Ja, die heldenmutige Vesperia. Okay. Banane, okay. Apfel. Oh, das ist noch eine Truhe. Ring der Wiedergeburt, den haben wir aber schon. Na, zeig mal. Da kommen noch eindeutig Kruxnüsse runter. Okay, die Axt. Ist das auch eine Teufelswaffe? Klang nämlich so danach. Wie ist das nochmal? Sehr komischen Namen gehabt. Glazers Labalos. Da, ja, sieht aus wie eine. Okay. Gut, dann komm jetzt du noch mal kurz. Hoffentlich bist du im Rahmen von dem, was ich besiegen kann. Auch guckt euch mal die Dings an. Level. 50. Okay, wann hätte ich diesen Ring denn schon holen können? Ey? Ja, das wird ein Kinderspiel. Was ist denn Angriffskraft? Okay, du hast, warum hat der genauso viel Angriffskraft wie Schwäche, Feuer, gut. Rita weiß, was los ist, ne? Mal auf. Resistent gegen, du bist resistent gegen Erde. Wenn du jetzt nicht jede Sekunde runter umfallen würdest, dann wäre auch gut, ne? So. Ich treffe dich nicht. Aua! So.
So, warte mal, bis du dein Links fertig hast. Wenn der Angriff sieht unspektakulär aus, ey. So, komm her. Ja, meine Treffer fangen schon wieder von vorne an. Nein, gut. Treffer, guckt sich das einer an, ey. Schon die Hälfte abgezogen. Hey, hier geblieben. So ein Angriff, boom. Dann dreht er sich um, da kommt nur so ein riesen Feuerball auf den zugeflogen. Aua! Ich finde ich aber gut, dass das so einfach ist, dann wird diese Punch unglaublich lange. Feuerball alle daneben gehauen. Jetzt wird es ein bisschen Estelle. Wenn es geht, erstmal hochheilen und dann kannst du. Jetzt tut die erstmal von jenen einzelnen die Krankheiten entfernen und dann tut sie heilen. Ey, ist ja voll schwachsinnig. Nein, das gibt es nicht. Ey. Das sind die falschen Prioritäten, Estelle. Kannst du nicht erst das Gift kann sich kümmern, nachdem alle hochgeheilt worden sind, und nicht umgekehrt. Hey, danke. Mein Gott, ey, das ist ja voll kacke. Schlag dich, jawohl. Und ja. Großwildjäger Trophäe bekommen, cool. Und Drachenpulver, das ist glaube ich auch neues Material. Gut, und Siegesfreude. Siegesgeule. Ja, wenn jemand weiß, dass wir das gemacht haben. Sind alle starken Gegner weg. なんていうか達成感というか脱力感というかな。そうね。手応えのある魔物を倒してしまうと少し寂しいわ。Stimmt mit euch nicht? Kommt denn das Geschwätz auf einmal her? So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt hier noch mehr zu verbrennen ist, deswegen gehe ich jetzt noch mal kurz hier durchrennen. Ich meine, irgendwo war noch was, oder? Brot. Ei und Brot, geil. Jemand sein Sandwich da liegen gelassen. Das ist noch warm. So, ist ja nichts mehr zum Verbrennen. Okay, dann ist der Ausgang hier. Gut, dann sagen wir den einen Typen noch kurz Bescheid, ne? Haben alles platt gemacht. Du musst eine Belohnung in Form von, weiß ich nicht, hätte ich denn gerne ein Kostüm, ne? Wäre doch mal geil. Kostüm. Waffen, Rüstung, irgendwas. Bitte nicht einfach nur einen langweiligen Titel. Ich habe so ein Gefühl, dass ich das, was ich bekommen werde jetzt, ne?
irgendeinen stinklangweiligen Titel, Monster Killer oder so. Ja, du weißt, wie man Monster tötet. Geil. So. Donnerwetter, du hast den Chimären-Schmetterlingen erledigt. Chimärenschuppe. Wofür sind diese Objekte? Kann ich die für irgendwas gebrauchen? Ich habe alle Gigantomonster besiegt. Ja, irgendwie haben wir sie alle erwischt. Danke. Dank eurer großartigen Hilfe können wir endlich in unseren Heimatort zurück. Das stimmt schon, aber reisen wir doch noch ein wenig weiter. Was? Warum? Wir können endlich nach Hause. Du kannst deinen Vater sehen. Ich bin sicher, dass er unsere Heirat jetzt gutheißen wird. Wie, hast du gerade Heirat gesagt? Ja. Moment mal, seid ihr nicht Bruder und Schwester? Mein Vater und Richs Vater leisteten gemeinsam Dienst im Regens Expeditionstrupp. Deswegen sind wir schon seit unserer Kindheit befreundet und eigentlich wie Geschwister. Wir sind nicht blutsverwandt. Aber in Wirklichkeit seid ihr gar nicht verwandt. Richs Vater ist das einzige überlebende Mitglied der Expeditionstrupps. Deswegen will er unsere Heirat erst dann anerkennen, wenn wir alle Gigantomonster besiegt haben. Und genau das hatte ich auch vor, um den lebenslangen Wunsch seiner Hoheit zu erfüllen. Aber allein gegen ein Gigantomonster antreten, das ist doch verrückt. Ja, das ist verrückt. Wahrscheinlich sogar Selbstmord, aber das reichte nicht, um mich aufzuhalten. Und so wurdest du immer mehr zum Streuner. Du hättest uns all das schon viel früher erzählen und uns um Hilfe bitten sollen. Wir werden die Sache schneller erledigen können. Es tut mir leid. Dann los, gehen wir zurück. Gehen wir zurück zu deinem Vater. Warum belassen wir die Dinge nicht so, wie sie sind? Wir brauchen doch keine Heiratsformalitäten. Und dann wir einfach für immer durch die Gegend. Das wäre doch nicht so schlecht, oder? Für immer gemeinsam. Großer Bruder. Was zum... Du meinst, wir haben all diese Gigantomonster umsonst erledigt? Nein, nein, das nicht. Ihr habt die Ehre meines Vaters wiederhergestellt und die seiner Hoheit Regin ebenfalls. Die größte Hoffnung seiner Hoheit war, seine Leute ein Leben in Frieden ohne Angst vor Monstern zu ermöglichen. Deswegen reist er rund um die Welt. Ja, die Dinger respawnen, aber also bringst das irgendwie nicht. Falls ihr auf euren Reisen meinen Vater treffen solltet, richtet ihm bitte aus, dass alle Gigantomonster besiegt wurden. Mein Vater lebt wohl immer noch in Kapuatorium. Ich werde versuchen, mich daran zu erinnern. Echt, vielen Dank. Wenn ihr euch bei jemandem bedanken wollt, dann bei unserem Supermonsterjäger hier. Du meinst mich? So eine große Waffe für so einen kleinen Menschen? Fantastisch, und dabei ist er immer noch ein kleiner Junge. Wirklich fantastisch, du hast großes Potenzial. Hehe, danke. Das Schwert eines Tapferen, dem noch den letzten Schliff fehlt. Wo mir gerade einfällt, ich habe was vor euch. Kommt doch mit zu meiner Kutsche. Oh, neue Waffe, komm. Oh, Kostüm. Wir haben das von Sicily bekommen, ein Gast, der kürzlich bei uns abstieg. Sicily, dieser alte Typ. Er meinte, das wäre für den Fall, dass ich mal Kinder habe. Dabei bin ich noch nicht mal verheiratet. Wir müssen aber einen ziemlich besonderen Gast sein, um sowas zu bekommen. Ist doch süß. Steht dir? Ja, sehr kindlich. Wenn ihr unsere Kutsche wieder mal irgendwo seht, kommt doch vorbei und sagt Hallo. Wir haben immer Platz. Vielen Dank. Nein, wir danken euch. Schneidiger Schwertkämpfer. Sieht absolut lächerlich aus. Hat er ein echtes Biest angegriffen? Warum brust du dich nicht etwas aus? Na los. Okay, natürlich laufen wir damit rum jetzt, ne? Boom. Aber die Brille tut das jetzt irgendwie nicht. So, ein Monokel hat sie doch weg aus. So, was sagt er links? Ein Monster nach dem anderen fällt deiner Klinge zum Opfer. Stärker geht's wohl nicht mehr. So ein Gentleman, cool. Alles klar, dann würde ich aber sagen, das war's für diesen Part. Ne? Wir haben jetzt vier Monster erledigt. Ne? Wir haben vier Monster erledigt und ja, damit alle Gigantomonster erledigt. Wir haben der Trophäe abgesahnt, wir haben Kostüm abgesahnt, wir haben Titel abgesahnt, wir haben noch eine Dungeon vor uns, die wir erkunden müssen, und ja, dann können wir dann auch die anderen Dinger endlich mal erkunden mit unseren neuen Ringen. Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Ich gehe erstmal in die nächste Dungeon da rein und vielleicht gehen wir auch nach Kaputorium, um zu gucken, ob wir diesen Rich-Typen finden. Und ja, dann gucken wir mal, wann noch so in der nächsten Folge passiert. Jedenfalls gibt es da noch ein paar Nebenquests und so.
zu erledigen oder Cutscenes oder was weiß ich. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr einen, lasst doch bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.